Hallo zusammen und willkommen zurück bei Drakensagen am Fluss der Zeit. Ja, es geht endlich mal wieder weiter mit Drakensagen, nachdem ich ja jetzt eine längere Pause eingesetzt habe. Ja. Ist ziemlich viel passiert und neue Projekte und so, aber jetzt geht es endlich wieder los mit Drakensagen. Und zwar genau an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, wo ich jetzt wahrscheinlich wieder gnadenlos untergehen werde, weil ich wohl überstürzt in dieses Gebiet geeilt bin und einfach zu schwach dafür bin, hier gegen die Horde des Dunklen, des Namenlosen zu kämpfen. Aber wir probieren es trotzdem mal weiter aus, so eine halbe Stunde rum. Wenn es da nichts wird, werde ich den letzten richtigen Speicherstand laden und mir dann überlegen, wie ich das ein bisschen in die Rollenspielstory reinpacke. Und dann werden wir von da an weitermachen und uns erstmal einen anderen Weg suchen, bis wir stark genug für hier sind. Wir haben ja im Augenblick gerade mal Level 9. Deswegen können wir eigentlich was steigern. Armbrustmäßig nichts. Hier vielleicht was. Plurumbarum, schwerer Arm, könnten wir ein bisschen steigern. So. Und vielleicht Lebenspunkte. Das wäre keine schlechte Idee. Können wir Ardo keine geben, weil der auf Maximum ist? Nie. Deswegen geben wir Ardo einfach Konstitution. Und Vorgrim. Vorgrim kriegt Lebenspunkte. Ganz einfach, wir versuchen jetzt alles mal hier rauszuholen mit den Steigerungspunkten, die wir hier über haben, damit wir hier überleben. So. Nochmal kurz ein Safe Game machen davon. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal unser Glück. Sumus Schild und Fyris macht mal den Acceleratus auf Vorgrim. Bei Angriff Schwert! Angriff! Und ich würde sagen, die beiden stürmen einfach mal vor und hauen mit einem Wuchtschlag drauf. So. Weil jetzt dürfte gleich die erste. Ja genau, jetzt kommen die da runter. Ja? Fyris schießt auf ihn. Und ich versuch's mit einem Fulminictus. So, der ist schon mal hinüber. Dafür aber auch meine gesamte. Bei Angriff! Kraft. Meine gesamte Astralenergie. Was? Vorgrim, Wuchtschlag. Ne, halt. Erstmal umhauen, dann einen Wuchtschlag. Ah, du kannst eine Finte versuchen und dann einen Wuchtschlag. Was? Fyris schaltet den Bogenschützen aus. Und ich helfe beim Bogenschützen mit. Ardo geht's doch gerade so gut. Ja. Die Palastwache hilft mit. Ja? Das Schlimme kommt allerdings aber noch. Fyris halt vorsichtshalber bei Vorgrim genug Astralpunkte hat sie ja. So, Vorgrim gleich nochmal einen Wuchtschlag. Aua. Da dürfte die Heilung jetzt gerade richtig kommen. Ja, kommt sie auch. Und jetzt geht die große Kacke los. Alle erstmal hier sammeln. Genau, jetzt kommt da nämlich irgendwo der Horde-Anführer. Genau, den sollten wir nicht zu nahe die restlichen Kreaturen lassen. Den sollten wir gleich gucken, dass wir ihn loswerden. Was? Weiche! Na? Alle auf den Horde-Anführer.
Der Hordekrieger, da ist zurück abgelenkt. Geht's gleich weiter auf den Ordeanführer. Du heilst bei Arthur. Ja. Du machst doch den Wuchtschlag. Du machst auch den Wuchtschlag. Das wäre mir lieb, wenn ihr treffen würdet. Einbeersaft. Ja. Und du machst einen Acceleratus hinterher auf Vorgrim. Auf Arthur. Okay, Arthur ist geheilt. Vorgrim. Ja. Stein aufbrauchen. Und ich? Ich laufe jetzt einfach mal weg. Aua, aua, weil mich verfolgt einer. Fyris ist da. Du kannst auf den da weiter drauf schießen. Hoffentlich bringt's was. Ja. Und wenn du mal wegläufst. Ja? Fyris kann ich teilen. Das ist blöd. Ich kann auf den Hordeanführer einen Blitz machen. Was? Bei Angriff Spark! Mhm. Arthur. Hordeanführer. Ei. Fyris. Schieß nochmal auf ihn drauf. Vorgrim noch einen Einbeersaft. So, ich bin schon mal K.O. Das ist weniger gut. Ja. Arthur übernimmt den. Vorgrim, sobald du deinen Trank getrunken hast. Hast du? Ja. Gehst du auf den anderen los. Und zwar schnellstens, bevor der Fyris umhaut. So, Fyris geht weg. Achtung! Schießt auf den da. Du machst weiter Wuchtschläge. Du hast nicht genug Ausdauer. Du nimmst nach dem Wuchtschlag den Einbeersaft zu dir. So. Gleich wieder einen Wuchtschlag obendrauf. Du schlägst zu mit deinem Wuchtschlag. Du triffst hoffentlich auf. Ich brauch den Schaden. 3 Schaden. Weiter Wuchtschläge. Fyris, Vorgrim heilen. Arthur Einbeersaft. Das ist jetzt nicht euer Ernst, dass da noch mehr kommen. Hordenkrieger, Hordenkrieger und noch ein dritter Hordenkrieger. Einbeersaft. Was? Du Steinchen benutzen. So. Ja. Du auch gleich wieder und am besten noch eine Brandsalbe hinterher. Und noch ein Einbeersaft und dann eine Brandsalbe. Ja. Zusammenhalten! Was? Du haust zu. Weiche! Ha! Achtung! Du hilfst Vorgrim. Was? Sehr schön, die Wache hilft auch mit. Bei Angriff Spark. So, und du hilfst auch. Warum ist da noch ein Hordekrieger? Das ist nicht so gut. Der eine ist zum Glück fast tot. Ei. Du gehst weg, Fyris, und schießt auf den. Achtung! Ja. Bei meiner Treu! Nee, Arthur versucht mal den Klingensturm. Ja. Sind da noch mehr Gegner irgendwo? Armbrustschützen oder was hat gerade Fyris getroffen?
Eimbeersaft und noch mehr Eimbeersaft. Was? Und du trinkst mal Zielwasser, sicher ist sicher. Was? Du gleich noch ein Eimbeersaft, bevor du dir umkippst. Angriff! Und du? War ihr! Gleich mal einen guten Schuss hinterher. Na? Du trinkst deinen letzten Eimbeersaft und zwar schnell. Fyris hat. Hast du einen Heiltrank? Was? Habt ihr Heiltränke? Ja, benutzt den mal. Ja. Und du hast keinen. Ja. Ja. Eimbeersaft trinken. Ja. Fyris hilft Arthur. Ja. Ja. Argo Wuchtschlag. Und zwar flott. Nein, Argo hilft dem da. Zusammenhalten. Da kommt schon wieder eine Sporenbombe. Fyris kann heilen. Fyris halt Vorgrim. Kann ich in mein Inventar gucken? Nein, kann ich nicht. Ich müsste nämlich noch einen Zaubertrank haben eigentlich. Nur wieder ein Eimbeersaft. Ein Horde-Mutant? Na gut, der ist nicht so stark. Nein, du greifst. Achso, du bist tot. Ihr beide auf den Horde-Mutant. Seht die gewürfte Gestalt dort. Hütet euch vor dem tödlichen Gift ihrer Bei Angriff Spark! Für den Kaiser! Was? Ah, Gott. Ja? Sanyasa! Okay, die hält nicht besonders viel aus. Sie ist tot. Angriff! Jetzt du, du da. Boah. Ich stehe wieder. Ich stehe und heile mich. Quicksave. Alles andere ist jetzt gerade egal. Quicksave. Folge Filiaso durch das Löwentor. Ich muss Filiaso zum Löwentor folgen. Wer weiß, in welcher Gefahr er sich in seinem Hochkönigsgetue bringt. Nein, sicher nicht. Erst einmal gucken wir sie uns an. Kelch der Lebenstrag. Effekt Leben plus 5. Okay. Was macht der Ring doch mal? Ach so, der macht die Regenwolke, die Deprimwolke. Jetzt gucken wir mal, wer könnte am ehesten Lebenskraft gebrauchen. Am besten die Nahkämpfer. Also, trink das mal, Ardo. So, jetzt hat Ardo dauerhaft 5 Lebenspunkte. Jetzt können wir diese ganzen Jungs hier plündern. Ja? Fellfetzen und Münzen. Fellfetzen sammelt sie ja. Wer sammelt die Münzen? Was? Niemand. Dann kann sie auch die Münzen sammeln, weil die sind sehr viel wertvoll. Sehr, sehr, sehr viel wertvoll. Tolles Deutsch. Fellfetzen einfacher Verband. Fellfetzen. Altes Brötchen brauchen wir nicht. Fellfetzen. Hordenmutant hat Giftbeutel und Fellfetzen. Oh ja, was hat der Horde-Anführer? 3 Goldmünzen, Fellfetzen, den Schleifstein und den Heiltrank. Ah.
noch eine alte Mütze vor dem Borde schützen.